Herzlich willkommen zurück bei Chivalry Medieval Warfare, nicht, sondern Deadliest Warrior. Mit mir im Channel ist Rahmstätzel, hallo. Das kann im besten Mal passieren, selbst dir. Ja, ja, hallo. Wo steht dir denn der Sinn nach? Eher nach bläulich oder nach rötlich? Ach, in dieser besinnlichen Weihnachtszeit, die da gerade im Hintergrund passiert, ich würde blau nehmen. Alles klar, bin ich drin. So, was nehmen wir denn heute? Wir hatten ja letztes Mal Pirat, davor Viking, dann nehme ich jetzt mal die Spartaner. Die sind ja sowieso so OP, sagt man. Viking war ich noch nicht. Ich nehme mal den Viking. Ah, sehr gut. Wir spielen ja trotzdem in einem Team und es ist eine wirklich schöne Karte. Boah, ist echt schön. Gabo ist schon wieder unterwegs. Das, was die Landschaft gerade uns bei uns draußen im Winter nicht schafft, das ist hier aber im Überfluss gerade. Boah, ja, ich habe letztens so ein witziges Bild, so ein Foto gesehen, wo jemand so einen Schneemann aus Erde gebaut hat und dann darunter geschrieben hat, Winter 2013, ich war dabei. Ja, das war der beliebte Moosmann oder Matschmann, haben wir schon. Ja, genau. Ja. War ich super. Ein schönes Ding hier auf jeden Fall. Ich finde solche Dörfer ja auch schön. Ich würde gerne mal so Richtung nordische Lande mehr reisen und sowas anschauen. Oh ja, da wäre ich auch sofort dabei. Ja. Aber das hier wäre ein gutes Rollenspielviertel, ne? Das sieht ein bisschen wie Skyrim aus, muss ich sagen. Ja. So von den Häusern her. Alle laufen irgendwo rum, aber man sieht keine Gegner. Nee. Momentan sind die Gegner auch noch so da leicht. Da ist doch einer genau hinter uns hier. Oh, der die ganze Zeit schon darauf wartet, abgeschlachtet zu werden. Ich sehe da einfach mal 5 blaue Leute laufen und dazwischen ein roter. Da sind schön, aber jetzt doch noch 2 andere rote. Ja, ich hau gerade nur meine eigenen. Oh, guck mal, ein Kollege Spartaner, aber von dem Bösen. Oh, Team Kill. Verdammt. Team für Dings da. Ja, Team Fuck sollte es gerade heißen, aber das habe ich. Nee. Jetzt habe ich Wartezeit. Was kann der Viking denn werfen oder machen? Mit G kannst du das Schild werfen, dann musst du aber wieder hinlaufen und das wieder aufheben. Oh, ich habe jetzt First Dead. Jetzt habe ich 2 Schwerter. Ja, wenn du die 1 drückst, kannst du da immer durchwechseln, so hin und wieder. Sehr cool. Durch. Er kann alles werfen, das stimmt tatsächlich, der Hotdog sagt das gerade. Der kann auch seine Schwerter werfen, ich glaube mit der mittleren Maustaste, also mit dem Mausrad drücken. Ja, sehr gut. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt ratsam. Nee. Also das ist wirklich nur dann ratsam, wenn du weißt, damit kriegst du den Gegner auf jeden Fall platt. Das ist eine sehr große Karte, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ist mein Schild? Ja. Ist egal. Weggeworfen. Ich habe 2 Schwerter, das reicht. So, ich laufe hier mit einem einzelnen Blauen hier durch die Gegend und wir sehen. Achso. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung rahmen. Oder die Action findet ohne uns statt, irgendwo anders. Ich sehe schon wieder, wie wir machen unsere eigene Action. Ach nee, hier ist auch was. Ich höre zumindest was. Das klingt schon wieder sehr falsch, Alter. Ja. Wir machen unsere eigene Action. Wir brauchen keine Frauen. Ah. Oh. Nee, das hast du jetzt gesagt. Frauen sind wertvoll. So. Auf jeden Fall. Apropos, wir sind ja nicht alleine hier, sondern wir sind ja immer mit der Community unterwegs hier. Das ist ja ein neues Community-Format. Und dementsprechend sind auch welche im Teamspeak drin. Und wir würden mal einen davon gerne mit reinholen ins Gespräch. Sag mal, bin ich blöd oder laufe ich hier in einem Viertel rum, wo einfach keine Gegner sind? Ja, hier sind auch keine, das passt schon. Aber es ist. Also, wenn man bis zu den Türmen kann, die da hinten sind, dann ist es groß. Aber ich glaube, das kann man gar nicht. Das ist nur Deko. Das ist Deko, ja. Also, hier kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Hallo, Ari. Das hier wird nichts. Hier sind keine Gegner. Nee, hier aber echt auch nicht. Ich weiß nicht genau. Wir haben uns alle verirrt. Alle laufen irgendwo in so kleinen Kreisen immer rum und kommen nicht weiter. Eine Übersichtskarte. Ah, ich sehe den Roten. Unfassbar. Ja, also eine Übersichtskarte gibt es hier leider nicht, soweit ich es jetzt gesehen habe, oder? Nee. Nee. Ich stelle mich an den Steg. Das hat wehgetan. Ich gucke ins Meer. Oh, ist halt schön. Oh, was? First Dead hat mich mit seinem Ninja-Stern weggemacht. Ninja-Stern. So, ich sehe in dem Teamspeak noch als aktiviert ausgezeichnet das Orakel von Delphi oder den Fussel. Könnt ihr einmal ganz kurz bitte im Chat sagen, ob das okay ist, wenn ich euch
mal aktiv schalte. Jawollo, sagt das Orakel. Dann kommt da die mich beide schon umgebracht haben, ist mir egal, wer da kommt. Wen du jetzt beleidigen darfst, so. Genau. Ich mach mal ganz kurz die Talk Power, vergebe ich mal an das Orakel. Liebes Orakel, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Oh, noch eine Frau, das ist ja, super. Und wenn ich einen Hinweis geben darf, ich heiße nicht Orakel, sondern ich bin das Okrakel. Ah, oh, das habe ich natürlich nicht gesehen. Das ist der typische... Das finde ich gut jetzt. Der typische Moment, wo man... Oh, ich mag seltsame Spielenamen, falls man das nicht merkt. Nee, ich meine, man kann... Es wird ja erwiesen sozusagen, dass man bestimmte Sachen, also Wörter, so schnell liest, dass man gar nicht mehr genau guckt, was da drin steht, sondern man braucht manchmal nur den Anfangs- und den Endbuchstaben und dann kann das Hirn schon das Wort daraus kreieren. Aber was sind die Gegner hier? Ja, ich wurde gerade umgebracht von Hotdog. Ah, das Okrakel verfolgt mich auch noch. Ja, oh, Okrakel! Sag mal, wer du bist und was du machst und wo du herkommst. Ich heiße Marie-Louise und ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Und was ich mache, ich spiele Chivalry. Das ist ja schön. Jetzt gerade, das ist ja in diesem Moment spielst du Chivalry, aber normalerweise oder spielst du das hauptberuflich? Nee, hauptberuflich spiele ich ein anderes Spiel. LOL oder was? Nein, Dota. Dota, echt? Ja. Oh. Bist du da gut drin? Bist du da im E-Sports-Bereich? Ja, ich weiß nicht. Gut ist relativ, aber... Oh. Es tut mir leid, Rambo. Wirklich, es war keine Absicht. Ach, warst du das? Oh. du bist mir in mein offenes Schwert hineingeflogen. Du kriegst nachher keinen Keks von mir. Ja, das ist auch ganz gut so. Ja. Also Dota, findest du Dota besser als... Ja, eindeutig. Weil, sag mal, ich bin ja LOL-Spieler, wie du ja wahrscheinlich weißt. Jetzt kommen doch alle auf einmal. Ja, Action, ich weiß nicht, irgendwie so die Effekte und so, es gefällt mir einfach besser. Dota ist ja mehr bisschen realistischer gehalten von der Optik, ne, als LOL? Oder wie ist das? Moment, das ist gerade schon das Wort. Ja, ich hier auch. Oh, aber hallo, ich habe gerade alle auf einmal weggehauen. Ja, du bist der Überking. Ja, ich sehe nur deinen Namen in der Sterbeliste. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe weder LOL noch Dota gespielt. Also ich habe Dota zweimal installiert gehabt, aber ich habe es nicht übers Tutorial hinaus geschafft, muss ich sagen. Sag mal drei Argumente, warum du Dota jetzt besser findest. Also ich finde die Effekte, also wenn man irgendeinen Skill einsetzt, irgendwie sieht einfach besser aus. Drei Argumente. Ich weiß nicht. Es ist ja sowieso immer so, entweder spielt man LOL oder man spielt Dota. Ja, das man kann, glaube ich, nicht beides spielen. Dann dich in Kester. Das geht einfach nicht. Also aber ich habe mich mal an LOL versucht, aber irgendwie... Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es nicht geht, weil du einfach dann die bestimmten Befehle so gewohnt bist, dass du dann irgendwann durcheinander kommst. Genauso wie wenn du Italienisch und Spanisch gleichzeitig versuchst zu lernen. Aber gibt's das ist eigentlich gar nicht mal so. Die Tastenbelegung ist ja grundsätzlich immer gleich und ja. Aber gibt's denn da noch die großen Feindschaften, dass alle Dota-Spieler über LOL lästern, weil es irgendwie zu einfach ist und die anderen, die finden Dota irgendwie langweilig? Oder merkt man das noch? Also was man in Dota oft merkt, wenn irgendjemand ziemlich schlecht spielt, dann sagt man einfach immer, dass er dann doch lieber LOL spielen gehen soll. Ach so. Das hört man aber genauso auch bei LOL-Spielern. Also das ist die Arroganz der MOBA-Spieler. Ich glaube, das ist den allen MOBA-Spielern gemein irgendwie. Das gibt es aber auch bei anderen Spielen. Also ich habe mal StarCraft 2 ein bisschen mehr gespielt und da war auch einer und der meinte, ich sollte doch mal lieber Diablo 3 spielen, weil man da bezahlen kann dafür, dass man gewinnt. Ja, wahrscheinlich. Also da musste er halt Spielen, hinterher extra nochmal das Chatfenster aufmachen, um mir das zuschreiben. Fand ich auch sehr freundlich. Ja, also hin und wieder spiele ich ja auch mit Randoms bei LOL und das ist immer wieder also ein Grund, dieses ganze Genre zu meiden, leider. Aber ich weiß nicht wieder, ob das anscheinend ja bei Dota auch nicht besonders freundlicher ist, aber... Also es ist halt auch immer sehr schlimm in Dota mit den Russen. Und mit den Russen? Halt, ja, okay. Ganz, ganz extrem. Und die sind halt leider nicht immer sehr nett. Witzigerweise sind das in LOL eher die Spanier. Ich muss ja sagen, irgendwann möchte ich auch noch mal eins von den beiden Spielen ein bisschen mehr testen. Aber es ist immer, mach das doch mit mir! Ich habe immer die Befürchtung, dass das immer so eine zeitintensive Geschichte wird. Dass man da stundenlang drin hängt.
generell so. Aber ja, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Endeffekt ist bei LOL oder bei den ganzen Spielen, du spielst ja immer Matches. Das heißt also nicht, es ist nicht so ein unendlich Ding, ja, wie bei irgendeinem MMO oder sowas, sondern du spielst ja wirklich Spiele und dann spielst du halt 2-3 und dann ist gut. Ja, aber die Matches, die gehen ja auch halbe bis ganze Stunde, oder wie läuft das? Ja, je nachdem. Wenn du gut bist, nicht so. Ja. Was sagst du denn, liebes Okrakel, zu diesen ganzen unglaublich vielen MOBA-Spielen, die es jetzt inzwischen gibt? Also es gibt ja nicht nur LOL und Dota, sondern es gibt ja wahnsinnig viele. Hältst du das für sinnvoll oder nicht für sinnvoll? Also ich denke mal, so für zwischendurch oder so ist sowas immer mal ganz nett, aber so dauerhaft, weiß ich nicht, muss man vielleicht für sich selbst entscheiden. Je nachdem auch, ob man Geld reinstecken will, ob man nicht Geld reinstecken will, ist ja auch immer so eine Sache. Also meinst du, du kannst, also bei LOL habe ich noch keinen Pfennig ausgegeben. Okay, ich habe bei Dota ein bisschen was ausgegeben. Was heißt ein bisschen was? Vielleicht jetzt 400 Euro? Nein. Also, es waren damit ich auch mal gewinne. 1000 Stunden zusammen und habe vielleicht insgesamt 30 Euro ausgegeben oder so. Ah, da lohnt sich das natürlich auch, ne? Also da muss man auch sagen, da ist ja der Kosten-Nutzen-Faktor doch relativ gut. Aber ja, ist Dota jetzt auch nur kosmetische Geschichten? Ja, ne? Das finde ich gut. Also es gibt auch noch sowas dann wie irgendwie extra Erfahrungspunkte oder sowas, aber ja, ansonsten ist alles nur irgendwelche Ausrüstung oder so, die man zusätzlich kaufen kann. Ich meine, das Ganze, auch wenn es halt nur so kosmetische Sachen ist und sonst das Free-to-Play ist, da kommt ja bei den Entwicklern schon eine ganze Menge bei rum. Also was ich jetzt gehört habe oder halt für die letzten Turniere, ich weiß nicht genau, was das war. Es kann sein, dass ich es durcheinander bringe, aber dass da halt ein Turnier war, wo halt das Preisgeld auch von den Verkäufen dann mitgestaltet wird. Und dass diese Verkäufe das komplette Event bezahlen konnten, letztendlich. Und dass ja, einiges an Geld war. Warst du nicht auch auf der Gamescom? Haben wir uns da nicht getroffen? Doch, klar. Auf der letzten, ne? 2013. Ja. Da hast du dir, ich meine, der Stand von League of Legends, ja, der war das der, war nicht das nur war ein Hammer. Stand, das waren zwei Stände, riesig großes, unglaublich, wie viel Geld die haben. Ich finde das echt eindrucksvoll, was da teilweise E-Sports technisch aufgefahren wird. Das ist auch bei StarCraft 2 so. Riesige Hallen, ne? Irgendwie 1000 Menschen schauen zu, live vor Ort. Das ist echt Wahnsinn. Enorm. Ich möchte immer gerne mal noch so ein richtig großes Turnier direkt vor Ort dann mitkriegen, wie die Stimmung dann eigentlich ist. Schaust du dir denn, liebes Okrakel, eigentlich auch sowas an wie Spiele, die schon gelaufen sind, also so von irgendwelchen Turnieren oder sowas? Also es gab mal auch bei Dota so ein riesiges Event, also das heißt The International, also da spielen Teams von der ganzen Welt. Und da hat man dann halt schon mal reingeguckt und so. Auch natürlich das deutsche Team versucht zu unterstützen, aber die sind natürlich ganz schnell rausgeflogen. Was? Natürlich sind die Deutschen nicht so gut vertreten. Was heißt irgendwie natürlich? Ne? Sind da weiß auch ich. Die Koreaner ganz groß oder welche Länder sind da ganz also gut dabei? Die Russen sind okay. Ganz groß. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, warum sind die Russen da ausgerechnet so drin? Die haben halt sonst nichts. Aber das ist doch kein russischer Entwickler auch, also... Also, keine Ahnung, es ist wohl ein sehr beliebtes Russenspiel. Na gut. Ich muss sagen, E-Sports kenne ich halt, habe ich mich in erster Linie nur mit StarCraft 2 beschäftigt, weil ich es zum Anschauen ein bisschen spannender finde. Okay. Andere. Aber ja, da sind die Koreaner ja immer ganz groß. Auf jeden Fall, aber die Koreaner sind, glaube ich, auch die Asiaten an sich sind in diesen ganzen Multiplayer-Online-Spielen ziemlich gut vertreten. Ich weiß nicht, ja genau, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, die haben eine andere Art zu trainieren. Und zu ja, üben. Einfach, das ist auch eine andere Dedication, glaube ich. Ich meine, die machen das dann einfach, das ist deren Beruf, deren Berufung, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt auf jeden Fall mit der Kultur zusammen. Ja. Ja, die Schulsysteme vor Ort sind ja auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, die kennen das einfach, dass man sich ein bisschen mehr drillt und ein bisschen gezielter auf Sachen hinarbeitet. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne da viel Ahnung zu haben. Aber das ist auch jetzt nicht Hauptkernthema unserer Analyse hier. Analyse zwischen Dota und LOL war es ja eigentlich nur, ne? Ja, eben. Also du würdest Dota empfehlen? Ja, eindeutig. Definitiv.
Also ich kann natürlich auch gerne ein paar Tutorials leiten. Oder jetzt frag so, mich mal, frag mich mal. Nee, das, deine Meinung ist ja nicht so... frag mich mal. Nein. Doch, jetzt frag mich mal. Du Rumpel. Also ich kann natürlich auch gerne Mentor spielen, dann kriegst du extra Erfahrungspunkte. Mhm. Also ist gar kein Problem. Extra Erfahrungspunkte. Siehst du, ja, so dann, kriegen wir mit solchen billigen Mitteln versuchen die Dota-Spieler hier neue Spieler zu holen. Nein, also ich finde der Dota tatsächlich hübscher auch, muss ich sonst ehrlich sagen. Also so designmäßig, das, was du schon gesagt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt sitzt aber hier ist gerade Kindergarten auf dem Platz. Boah, naja, leider bin ich gerade. Du bist der Kindergärtner. Von diesem riesigen Schild merke ich irgendwie gerade nicht so viel. Ich sollte auch mal blocken, das stimmt. Du bist Spartaner? Ich bin spartanischer Spartaner. Okay. Mir ist aber auch kalt. Ja, kein Wunder. Aber du hast doch Bauchmuskeln, das geht doch. Ja, wieso bin ich jetzt wieder alleine gegen 5? Hilfe! Ich bin auch da. Das ist keine Beruhigung. Ich bin auch alleine gegen 5. Moment. Ich sehe mein Schwert überhaupt nicht mehr. Hau ich überhaupt? Ja. Lidimusch, da haben wir noch jemanden neuen. Da kommt doch mal immer wieder neue dazu. In dieser Session. Wir sind ja noch in der allerersten Session, muss man ja kurz mal sagen. Mhm. Na gut, Dota und LOL, das ist bestimmt sowieso ein Thema, das sehr lange und sehr breit diskutiert werden kann und zusätzlich es nie zu einer Einigung kommen wird. Also ich behaupte mal, wenn ich sowas mal machen wollte, dann würde ich das auch im Livestream machen. Ich hoffe mal, dass die Zuschauer dann auch entsprechend freundlich bleiben. Nicht, dass das machst du. Ich bin im Chat! Nein! Was? Ich bin in einem Kampf auf die Chat-Taste gekommen. Oh, das war schlecht. Ja! Dass ich mir dann mal direkt Tipps geben kann, was ich denn zu machen habe und was nicht. Aber vielleicht. Cool! Warte mal, ich geb dir meinen Respekt. Was? Warst du das? Yeah! Verbeugst du dich? Ja! Warte mal, ich muss dir auch was zurückbrüllen. Steuerung. Yes! Go back and fight, genau. Das man sollte sich die ganzen Soundfiles hier einfach mal rausschneiden und dann damit ein komplettes Let's Play machen. Ja. Und ich sollte nicht aber du spielst ja anscheinend auch andere Spiele. Oracle und Chivalry. Ja. Und das ist vielleicht jetzt nicht so erfolgreich wie Dota. Nein, definitiv nicht. Da sind wir schon am Ende angelangt. Ja. Aber ja, war doch eine spaßige Sache und das finde ich ja gut. Man soll ja auch nicht immer nur ein einziges Spiel spielen, das ist ja auch langweilig irgendwie. Eben. Nicht wahr. Gut, liebe Leute, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und wir sehen uns in der nächsten wieder. Ja, tschüss. Bis dahin. Danke dir, Orakel. Tschüss. Danke ebenso.